Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Fans, hier bei mir im Whisky-Club, hier in meinem Geheimarchiv. Mein Name ist Thomas Thiemeier und ich begrüße euch ganz herzlich, wie jede Woche, mit mir einen neuen Whisky zu verkosten. Ja, und heute geht die Reise mal nicht nach Schottland, nein, ausnahmsweise nicht, sondern ans andere Ende der Welt, nach Taiwan. Jawohl, auch in Taiwan werden fantastische Whiskys gebrannt, nicht nur dort, sondern in ganz Übersee, in Indien gibt es hervorragende Whiskys und so weiter. Taiwan, da sticht besonders eine Destillerie heraus, die Destillerie Kavalan, von der habe ich bereits einige Sachen getestet. Ich blende euch hier mal die Playlist ein. Hochspannend, hochinteressant, gibt es viel drüber zu erzählen. Ich habe das, wie gesagt, bei den anderen Whiskys schon gemacht. Ich fasse das jetzt nochmal ganz kurz zusammen. In Taiwan wird erst seit relativ kurzer Zeit Whisky gebrannt, nämlich erst seit dem Jahre 2002. Im Jahre 2002 fiel das Branntweinmonopol, das ursprünglich beim Staat lag. Und jetzt konnten auch private Investoren an die Sache rangehen und Destillerien gründen. Die Kingka Group, so nennt die sich, gründete die Destillerie Kavalan, die dann im Jahre 2005 bereits ihre Arbeit aufnahm. Und im Jahre 2008 erschien der erste Single Malt Whisky aus Taiwan und schlug ein wie eine Bombe. Ja, es war einer aus dieser Solist-Reihe, Single-Cask-Abfüllungen. Relativ jung natürlich, klar, 3 Jahre nur alt und trotzdem von enormer Reife und Vollendung. Warum? Na, das ist leicht zu erklären. In Taiwan herrschen ganz andere klimatische Bedingungen als beispielsweise in Schottland. Die Durchschnittstemperatur in Taiwan liegt etwa 15 Grad höher als in Schottland. Und das bedeutet natürlich, dass eine beschleunigte Reifung dort vorhanden ist. Beschleunigte Reifung und ein sehr viel höherer Angel's Share. Der Angel's Share, das wisst ihr vermutlich, ist der Anteil, der jedes Jahr aus den Fässern, aus den Holzfässern heraus verdampft. Der Anteil für die Engel. Er liegt so in Schottland bei 2-3% pro Jahr, in Taiwan wesentlich höher, 15-18%. Da kann man also zugucken, wie der Pegel in den Fässern sinkt. Aber natürlich ist dadurch auch die Reifung enorm beschleunigt. Ja, und Kavalan hat mittlerweile ein sehr, sehr schönes Spektrum an unterschiedlichen Whiskys. Mir besonders angetan hat es die Solist-Reihe. Das sind die Einzelfassabfüllungen, das sind die Single-Cask-Abfüllungen in Fassstärke, ungefärbt, ungefiltert, naturbelassen, ohne Altersangabe, aber trotzdem super. Also wie gesagt, Sherry habe ich schon getestet, dann habe ich den Vinho getestet, in portugiesischen Rotweinfässern reifen durfte. Und heute möchte ich euch als dritten aus dieser Reihe den Portwein vorstellen. Solist Cask Strength, das ist die Flasche 70 von 187 aus dem Cask. Pah, bla bla bla. Das lese ich euch nicht vor. Ist viel zu lang, viel zu aufwendig. Ich halte euch die Flasche dafür einfach mal in die Kamera. Seht sie euch an. Das Flaschendesign an sich nicht besonders spektakulär. Hochschlank mit dem typischen Kavalan-Design, aber werft mal einen Blick auf diese Farbe. Hä? Nicht gefärbt. Das ist die Naturfarbe. Da kann man fast nicht durchgucken. Das ist beinahe schwarz. Er kommt in einer sehr schönen Verpackung daher. So eine Box. Stabiler Karton, Pappe zum Aufklappen. Darin ist er gut aufgehoben, steht stabil drin. Nochmal ein paar Infos über Kavalan. Das Ganze mit einem Magnetverschluss versiegelt. Ja, kann man nicht meckern. Ich erwähnte es bereits, Fassstärke. In diesem Fall bedeutet das 59,4 Volumenprozent Alkohol. Warum ich gerade so lachen musste, es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, diese Farbe. Guckt euch das mal an. Hä? Ist das ein Ding? Wahnsinn. Wahnsinn. Also,
Keine Altersangabe, ja, natürlich nicht. Ich meine, dumm sind sie auch nicht. Können jetzt draufschreiben 6 Jahre, aber das kann natürlich kein Mensch einschätzen, was das bedeutet. 6 Jahre in Taiwan. 6 Jahre in Taiwan sind 18 Jahre, 20 Jahre in Schottland. Deswegen schreiben sie es nicht drauf. In dem Fall kann ich es nachvollziehen. Ich bin normalerweise immer ein Freund von klaren Altersangaben. Ich mag Transparenz. Ich finde es richtig, wenn der Kunde, der ja sein hart verdientes Geld auf den Tisch legt, Informationen über sein Produkt bekommt. Dafür stehe ich. Aber dass sie in diesem Fall das Alter nicht draufschreiben, kann ich nachvollziehen und finde es in Ordnung. Tut mir nicht weh. Wir können sowieso mit unseren europäischen Geschmacksknospen gar nicht wirklich abschätzen, wie taiwanesische Whiskys sich jetzt so untereinander verhalten im Alter. Ja, dazu müsste man jetzt mehrere Mal mit Altersangabe haben und soweit ich weiß, gibt es da gar keine. Ich weiß auch gar nicht mal, ob es noch eine andere Distillerie gibt außer Kavalan in Taiwan. Ja, hätte ich mich vielleicht mal schlau machen sollen, aber in dem Fall, na, lassen wir es mal. So, also bombastische Farbe, Fassstärke, nicht gefärbt, nicht kältefiltriert. Ich habe ihn verdünnt, er ist kein bisschen heller geworden. Das finde ich auch sehr schön. Da kannst du Wasser reinschütten ohne Ende und er bleibt einfach dunkel. Oh Gott, diese Nase. Preis sollte ich noch erwähnen. Ja, wer jetzt glaubt, das Ding sei astronomisch teuer, der täuscht sich. Also ich habe jetzt noch mal im Internet nachgeschaut. Es gibt ihn so für 100 €. Bisschen aufwärts. Ja, wenn er super ist, wenn er gut ist, durchaus mal eine Investition wert, finde ich. Ich habe irgendwas von einer Limitierung gelesen, habe aber nicht rauskriegen können, wie hoch die ist. Deswegen limitiert, ja, klar. Irgendwie ist jeder Whisky ja limitiert. Irgendwann geht jeder Whisky mal zur Neige. Boah, diese Nase ist umwerfend. Die ist sowas von süß und fruchtig und aromatisch. Beeren, schwarze Beeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Rosinen, ja, Rosinen sind drin. Pflaumen. Also dunkel, schwer, satt, voll, süß, volle Breitseite. Das Ding ist echt. Das ist ein Monster. Das ist echt ein Portmonster. Normalerweise redet man immer von Sherry Monster, aber das hier ist ein Portmonster. Wahnsinn. Super. Probieren wir mal. Bin sprachlos. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Der ist so fruchtig, so süß, so intensiv, so seidig, so gekonnt, so reif auch. Kann ja nichts mit Jugend und Ungestüm und nee, der ist, ja, ungestüm ist er schon, aber ungestüm des Alters. Also, der ist klar. Den könnte man natürlich noch mal ja, im Fass lagern lassen, aber dann vermute ich, wird er zu bitter. Weil neben der ganzen Frucht ist schon die Eiche deutlich spürbar. Das ist auch kein Finish, das ist volle Portwein-Fassreifung über den gesamten Zeitraum hinweg. Und das spürt man. Der ist dermaßen aufgeladen und der endet so auf einer leichten Bitternote. Und da muss man vorsichtig sein. Also bei mir ist irgendwann nämlich, wenn es bitter wird, ist Schluss. Mag ich nicht mehr. Hatte ich schon den einen oder anderen Fall mal bei alten Whiskys, Sherry gelagerten Whiskys, wo ich einfach gedacht habe, boah, nee, die sind einfach drüber hinweg. Es gibt einen idealen Zeitpunkt für jeden Whisky. Und ich finde tatsächlich, bei dem haben sie den idealen Zeitpunkt gefunden. Der ist reif, der ist voll und der ist noch nicht zu alt und zu bitter geworden. Obwohl die Eiche spürbar ist. Schokolade, Kakao, jetzt am Schluss und Eiche. Ja. Super. Mich wundert das nicht, dass die Whiskys von Kavalan die Whisky-Welt damals in Aufregung versetzt haben. Die Dinger sind einfach
bombastisch. Kann man nicht anders sagen. Das ist jetzt der dritte Solist, den ich getestet habe und auch der ist wieder ein Schmuckstück, ein Juwel, ein Prachtexemplar. Muss man langsam trinken. Dieser Whisky verlangt einem ganz schön was ab. Der ist auch nicht so easygoing, so zack, zack, schnell mal nebenher, sondern auf den muss man sich wirklich einlassen. Ich spüre jetzt doch diese schwarze, dunkle Schokolade und den Kaffee noch stärker als zuvor. Den hätten sie auf keinen Fall länger drin lassen dürfen. Der ist tatsächlich schon wirklich am Ende angelangt, dessen, was diese Reifung hergibt. Alles andere wäre ein Fehler gewesen. Haben sie gut gemacht. Ah, Kavalan. Ich werde demnächst übrigens nochmal einen anderen testen, und zwar einen, in Anführungsstrichen, normalen Kavalan. Mal so ein Einsteiger-Exemplar. Und mal schauen, was der dann so kann. Also der ist auf jeden Fall grandios. Ich wüsste jetzt nicht, wem ich da den Vortritt lassen soll, ob dem Sherry oder dem Vigno oder dem Port. Ah, die sind alle so großartig. Deswegen gehe ich auch schön hoch ran, wieder mal 97 von 100 Punkten. Dieser Whisky ist ein totales Erlebnis. Hat jeden einzelnen Punkt verdient. Ja, fantastisch. Liebe Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Bleibt mir gewogen, abonniert den Kanal. Jawohl. Denn dann kriegt ihr automatisch eine Mitteilung, wenn das nächste Video online ist. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Tschüss.